Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play. Far Cry 6. Wir machen weiter. Wir springen erstmal hier beim Sound. Denn hier sehen wir noch was Schönes. Warte. Ah, hier. Die Untersuchungen bezüglich die potenzieller subversive Aktivitäten von Standort 68 laufen. Die Bewohner wurden aus. Quartiert und der Bereich steht nun unter vollständiger Kontrolle durch die FND. Gerüchte über versteckte Güter am Standort wird nachgegangen. Okay. Ah, ne, Schatz, wo sind die? Wo sind die? Da oben. Ja, ja, nee. Was ist das hier eigentlich? Danny, trink mit mir. Du bist der Guerillo mit dem. Ach, wir sind ja hier oben, ne? Stimmt. Ja, oben will ich mal weg. Ich glaube, wir sollten die erstmal abhauen. Was ist für mich entdeckt? Ruhig, du Hund. Ja, erstmal den hier eine Mandel-OP geben. Den Wagen mitnehmen. Bisschen behalten. Ich liebe diesen Hund. Kommt er hier rein, oder? Kommst du hier nicht rein? Was? Na gut, halt nicht. So, gut, dann würde ich sagen, ja, treffen wir uns mal mit Bicho. Er wartet in Sequenta auf mich. Okay, das muss sehr, sehr gut. Deswegen fahren wir da mal schön hin. Deswegen, ja, ich würde mal da weitermachen. Genau, über hier kann man ja irgendwie das Attentat, ne? Ja, genau, auf ein Castillo machen, aber. Ja, noch nicht. Machen wir mal das hier. Ich meine, das ist auch Rang 9. Da müssen, glaube ich, noch ein bisschen. Hier will ich mich dann auch noch nicht aufhalten. Weil das ja schon dann. Ich schätze mal. Ich weiß gar nicht, ob das Endgebiet ist. Mich wundert, dass wir da schon eine Mission haben. Hola. Hola. Naja. Que bola. Danny, wenn die Armee einen Kontrollpunkt errichtet, müssen wir ihn wieder einreißen. Wenn du Zeit hast, übernimm das. Gracias. Abänder, ja gut, aber das ist ja auch was ganz anderes, als was wir haben, okay. Ja gut. Danke, aber das ist ja auch wieder was ganz, ganz anderes, als was wir jetzt haben. Deswegen, ja, machen wir noch, aber alles in der Zeit. Danke, jetzt weiß ich nicht, wie ich hinfahren muss. Ja, wo muss ich hinfahren? Hier lang, ich rede mal hier lang. Immer diese Stadtteil wechseln, ne? Ich muss halt mal irgendwie vorher mal merken, wo ich langfahren muss. Genau, für meine harte Arbeit, ja, dafür möchte ich mir entlohnt werden. Was ist denn? Ich bin doch voll auf meiner Spur. Okay, hupt alle, obwohl ich aber nicht auf meiner Spur bin. Und ich dir nicht mal zu nahe komme, ich kann ja hier rüber. Vielleicht hupen die dann weniger. Nein, hupen sie nicht. Ah, okay. Die ist es lieber, wenn ich hier lang fahre. Da, hier lang.
Was? Oh, ich hab 200 platt gefahren. Ups, na egal. Hallo. Was ist denn, wo du langsam fährst? Jetzt ich fahr wie eine lahme Kröte hinter dir oder was? Ich will heute noch ankommen. Oh Gott, ist das ein weiter Fahrweg. Hallo? Ja, ist ja gut, Kollege. Ist ja in Ordnung. Guck doch nicht mal. Ah, wir kommen ja hier nie an. Was ist denn für eine Karre? Haben wir schon, ich glaube, das haben wir auch schon. Ich habe keine Ahnung. Ich halte nicht. Für mich gibt es keine Bremsen. Für mich gibt es nur Gas. Nur aufs Gaspedal. Und einfach mal ein Panzer, da müssen wir müssen aufpassen. Nicht, dass wir hier mit dem Panzer beschossen werden. Das ist uns ja schon mal passiert. Hey, ist doch gut, ich fahre doch sicher, ist alles in Ordnung. Ups. Wow. Der hat mich gut geschleudert. Wird gelaufen, ne? Wenn man auf der Straße steht, hat man jedenfalls Probleme. Schon wieder dieses Geräusch. Ist es schon wieder? Ja, genau. So, Hallöchen, hi, na, du, wie geht's dir? Maximas Matanzas ist tot, verdammt! Radio Libertad ist tot! Wir waren das Sprachrohr der Revolution! Das Sprachrohr! Sprachrohr! Weißt du, was noch schlimmer ist? Die Flasche ist leer! Wie zum Teufel konnte das passieren? Du und ich, wir haben ein Date mit ein paar Cervezas. Und den Freunden der Cervezas und der Familie und Cousins mit jeder verdammten Flasche Cerveza auf dieser dummen Insel. Ich habe einen Plan. Hier sind noch ein paar Soldaten, die haben noch etwas Alk. Aber die brauchen den nicht. Also nicht so wie wir. Befreie die Cervezas, Danny! Der Alkohol tut dir echt nicht gut. Scheiße, mach deine Leber bereit! Wir werden den kleinen Kerl durch die Mangel drehen! Okay, klau noch mehr Alk, okay. Ey, ich riskiere jetzt mein Leben nicht für ein bisschen Alkohol, oder? Okay, das war ich jetzt aber nicht. Okay. Schlauer Hund. Sehr schön. So, ich habe keine Ahnung, was hier in die Luft geflogen ist, aber ich weiß nicht.
aber das hat mich ja auch, hat die auch ganz abgelenkt. Gut, Kumpel, du hast mehr Alkohol. Ist natürlich auch mal gut, einen Besoffenen mehr Alkohol zu geben. Warum nicht? Hey, hier. Bist gut. Was hast du gekriegt? Ach, vergiss es. Ist mir egal. Vito, unsere Zukunft beginnt jetzt. Du bist ein Genie. Ziehen wir es durch. Prioritäten, Mann. Als seine Kampagne begann, protestierte er gegen ein korruptes System. Er riskierte alles, um für euch, Jaraner, zu kämpfen. Weil mein Vater gewinnt, Konja, jetzt merke ich es auch. Definitiv. Dani, hörst du das? Musik! Komm, Dani! Salut! Salut, Dani! Oh mein Gott. Wir sind ja voll besoffen. Bin hier weit voraus. Oh Gott. Alter, jetzt sind wir ja voll besoffen. Das ist bestimmt eine gute Idee. Geh ich hören Musik oder Kirche? Was für Musik? Also ich höre nix. Oh Gott. Hey, Partyzeit! Na komm schon, du Arsch. Tanzen wir. Aha, wo siehst du eine Party? Hey, na, was denn hier? Vater Westquest, der Preis meines Schweigens besteht einfach nur darin, dass ich mir ihr Bäffchen und ihre Kirche leihen darf. Ich bin kein Mann Gottes, doch ich glaube sehr wohl an eine höhere Macht. Die höhere Macht ist immer derjenige mit dem besseren Blatt auf der Hand. Und im Moment bin es ich. Denke dir daran, Gott sieht vielleicht nicht alles, aber ich schon, Bembe. Aha, Bembes Geheimnisse. Bicho tanzt nicht, Mann. Dicker Schwachsinn. Alle tanzen. Wenn Bicho tanzen soll, dann tanzt er nur zu seiner eigenen verdammten Musik. Hey, hast du einen Wunsch? Ja, kannst du das spielen? Das würde mein Freund hier sehr aufheitern. Na klar! Ja, das ist meine Mucke! Warte mal, warum höre ich denn keine Musik? Also es geht um Radiomusik. Ah. Jetzt geht's. Warte mal, dann nochmal ganz kurz was gucken. Ach so. Gameplay, nicht Gameplay. Ja, warte, im Verkehr. Ach, Minus ist Radio an aus. Okay. Da muss ich halt immer auf Minus drücken. Oh, gut. Natürlich. Oh. Bicho? Wo bist du, du kleiner Ficker mit der Ananasfrisur? Lass mich nicht allein hier draußen. Oh, Scheiße. Telefon. Dani? Hey, wo steckst du, Mann? Oh, Dani! Bicho? Come mierda. Wo bist du hin? Dani, hier ist ein echt großer Hund.
Das ist eine Kuh. Wo hast denn du die Kuh gefunden? Ja. Er ist echt nett. Gibt ständig Küsschen. Bleib, wo du bist. Ich kann nicht suchen. Hör auf, böser Hund. Que coño es eso? Oh mein Gott. Also wenn man saufen geht, ne? Alter. Zum Glück jetzt bei uns der Alkohol mal sehr schnell nach. Wir müssen da ein sehr, sehr gutes, hörst du das Viech? Ah, da bist du doch. Ach, Scheiße, Scheiße. Was soll das jetzt wieder? Beecher. Du heißt jetzt Talia. Du bist ein braves Hündchen, Talia. Beecher. Scheiße, Beecher. Talia. Du bist Talia verärgert. Alter, wir haben Glück gehabt, dass das Ding, dass das Viech nicht auf uns gestürmt ist. Du Idiot. Hey, wie bist du zur Guerilla gekommen? Okay. Also, Libertad, musstest du einen Test bestehen? Ja, wie schon. Man muss um 4 Uhr morgens für Clara aufstehen und Liegestütze machen. Was? Ja, 1000 Stück. Wenn du aufhörst, rasiert dir Kumpel Juan den Arsch, bevor er dich fällt. So halt. Und wenn du kotzt, musst du Mathe machen. Mathe? Echt jetzt? Nee, im Leben. Du verarschst mich doch. Du lügst. Seit wann willst du denn zur Guerilla? Ach, egal. Vergiss es. Dani! Ich kann unser altes Graffiti nicht ansehen. Da fühlt sich mein Herz an wie ein Sackhundescheiße. Jetzt ist es versaut. Viel besser. Oh. Ja, ist gut. Ja, bitte. Du hast mich gerettet. Okay, was waren jetzt alle? Los, Dani. Übertünche meinen Schmerz. Mein Traum von Radio Libertad ist nur noch ein gebrochenes Häufchen. Wow! Okay, das war ein guter Flug. Okay, nice. Sollte mir das Viech nämlich los. Haha. Sehr schön. Okay. Ah, das ist auch Radiomusik. Ja, Radiomusik. Scheiß Bicho. Lassen wir Segunda tanzen. Für Libertad. Okay, hilf Beecher, das ist FND. Ja, hier. Das Büro ist hier, Beecher. Beecher. Komm her. Ich werde Marias Büro umdekorieren. Moment. Es gibt ein Passwort? Oh, Scheiße. 1, 2, 3. Vertraulich zu Händen Kulturministerin Maria Marquisa.
Betreff, Aufenthaltsort der Rapgruppe Maximas Matanzas, Talia Benevides, Paolo de la Vega, Bicho Duarte, vollständiger Name unbekannt, gesucht wegen Terrorismus, Update. Es wird angenommen, dass sich die Ziele in der Provinz Balaceras befinden. Die Bodentruppen sind innerhalb von 24 Stunden vor Ort und haben Anweisungen, den Gewahrsam zu nehmen oder vor Ort hinzurichten, falls sie feindlich gesinnt sind. Es ist angenommen, dass Bicho Duarte ein illegaler Einwanderer ist. Paolo de la Vega wurde als ehemaliger Militärangeordneter identifiziert und gilt als bewaffnet und gefährlich. Sein Vater ist Unteroffizier in der Akademie. Wenn er gesichtet wird, nähern sie sich ihm nicht. Herr Torres, Kommandante der Spezialeinheiten Barriere. Was, das hat geklappt? Na gut, dann müssen wir verwüsten. Die Rache von Radio Libertad! Ganz ehrlich, brauchen wir eine Schrotflinte überhaupt? Oder wollen wir mal sagen, wir nehmen die Schrotflinte? Warte mal, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Schrotflinten-Fan. Warum nehme ich eine Schrotflinte? Ich weiß nicht, bin ich nicht eigentlich ja gar kein Fan davon Dingern. Nee. Ja, ja, nee. Genau. Genau. Dann können wir da eher noch die Waffe für dafür nehmen, statt diese große, dann werden wir dann deutlich mehr Muni auch. Insofern, ja. Wir reden noch! Bunny, geht's auch ein bisschen leiser? Ich versuche mich zu konzentrieren! Was zum? Hört ihr das an? Herrlich! Talia! Toll! Paolo! Wir sollten gehen. Ich bin fertig mit dieser Stadt. Na dann, lass uns verschwinden. Das ist nicht fair, Mann. Stimmt, das ist nicht. Was denn? Du, ich meine dich, sieh dich an. Wenn du irgendwas machen willst, legst du los und machst es. Die Leute sehen mich und denken, Versager. Sie sehen dich und dann, wow, der Gott von Yara. Das ist nicht, was die Leute sehen. Doch, klar sehen die das. Nein. Sie sehen das, mehr nicht. Aber es ist okay für mich. Ja, weil du krass drauf bist. Weißt du, vor Libertad hatte ich zwei beste Freunde. So wie dich. Lita scherzte immer, dass wir für den Rest von Yara nichts als Nummern sind. Ich war der glückliche Weise 13 in der Schule für die Verlorenen in Esperanza. Danach war ich Kadett 2683. Und danach verpflichteter 0418 für den Wiederaufbau von Castillos Paradies. Lita nannte mich Fortunas Nummer 1. Und ich Idiot dachte, immer noch nur eine Nummer, Danny. Ein Niemand. Ich hatte nicht zugehört. Sie wusste, dass ich immer noch die Person werden könnte, die ich sein wollte. Sie wollte nicht, dass ich das vergeude, sondern handle. Die Leute sehen, was sie sehen wollen. Ich bin keine Nummer. Und keine Scheißkanone. Ich bin Teil der Guerilla, genau wie du. Ich benutze die hier. Und du? Du benutzt das. Könnte ich nicht auch so ein cooler Waffentyp sein? P
Playlist-Notizen. Keine Jog-Gems mehr. Hyperpop. Sollte ich das googeln oder treibt mich das nur in den Wahnsinn? Das Tempo in der Mitte vom Zit drosseln, sonst werden die Kids auf Molly noch ohnmächtig. Aurelia davon abhalten dürfen, mit Molly zu dealen. Herausfinden, was das komische Elektrozeug in der Höhle ist. Eine feste, okay. Hey, wie steht's bei dir? Also, Paolo ist weg, Beecho ist eine Heulsuse und Talia ist das reinste Chaos. Wir sollten der Wahrheit ins Auge sehen. Maximas Matanzas ist nicht zu retten. Ich gehe nochmal zu ihrem Lager, um mit Talia zu sprechen. Gib sie noch nicht auf, Clara. Deine Entscheidung. So. Nice. Was ist das hier? Das ist ein Rennen. Okay. Ich würde sagen, in der nächsten Folge können wir erstmal das Rennen machen und danach machen wir dann die nächste Hauptmission. Und ich würde sagen, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es bis hier immer wieder Spaß gemacht, dass ihr morgen wieder einschaltet um 16 Uhr. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo, Like und Kommentar da lassen. Würde mich auf jeden Fall wie immer sehr, sehr freuen. Ich danke. Haut rein. Bis morgen, euer Pirate. Tschüss. Bis dann. Ciao. Bis nächste Folge.